für Barry. Na, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Das ist ein Notfall. Doch, ich muss immer noch was hacken. Schlimm ist es doch. Na gut, dann halt nochmal. Die Spusi ist unterwegs. Wo muss das bei meiner Schicht passieren? Scheiße. Ach, hier. Was war jetzt? Ja? Hallo? Schon im Dunkeln bleiben. Was ist das? Egal, erstmal raus. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es. Egal. Da ist gerade ein Haufen Kopf vorbeigerast. Wo versteckt sich der Kerl? Kann ihn. Zentrale Verdächtiger nicht mehr in Sicht. So, muss ich jetzt zu dem Zeichen hier? Auto! Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Beschleunigen, bremsen, rückwärts, Handbremse, Kamerawechsel. Alles klar! Fahren wir mal weg. Alter. Also die Steuerung ist ja sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Lange nicht. Ja, macht ihr euch mal gegenseitig platt. Ich drehe dann nochmal ein Rundchen. Kommen! Die Polizei! Sofort stehen bleiben! Bremst ihn aus! Sofort!
richtig locker hier. GPS-Markierung. Wir sagen, wir parken mal hier. So, aussteigen. So, sprengen. Naja. No tiene ni idea de... Perdón. Gehen wir mal nach oben. Nach unten. Wo ist denn mein Versteck? Da oben. Wie komme ich da am dümmsten hin? Hier lang? Sieht fast so aus. Kommt mir echt größtenteils vor wie Assassin's Creed. La 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 la. Munition habe ich immer noch keine. Stimmt doch gar nicht. Kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Alles klar. Skillpunkte. Okay. Was es hier nicht alles gibt. Oh Gott, das wird noch ein Weilchen dauern, bis ich hier drin bin. Naja.
Erstmal hier hacken. Hier hacken? Hacken? Alles klar. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Ja, viel gibt's da nicht. Infos hier, das nehmen wir auch mit. So, und dann sollen wir uns ausruhen. Zeit einstellen, ja, komm. 6 Minuten oder 6 Uhr oder keine Ahnung. Wird schon passen. An sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Okay. Das war jetzt sehr traurig. Auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Wir spielen hier übrigens offline, damit sich hier keiner ins Spiel einhacken kann. Da das ja hier ein Let's Play ist, möchte ich da nicht so viel Zeit mit irgendwelchen Gegnern verbringen, die versuchen mich zu hacken. Niemandem was tun. Das ist gut. Also nur den Anruf tracen? Und ich habe...